Herzlich willkommen beim Agrarpodcast, am Podcast für die Schweizer Landwirtinnen und Landwirte. In Zusammenarbeit mit der Bauernzeitung und am Fachmagazin Die Grüne. Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zu der 5. Episode vom Agrarpodcast. Starten tun wir tief im Schnee bei einem Lawinenbeobachter. Dort wird es uns zügig klar, dass ein heiteres Gemüt auch die kältesten Temperaturen verleiden kann. Und dann tue ich alle Morgen eben um 6:30 Uhr meiner Frau an. Wie du es gesehen hast, und sie ist dann in der Zentrale. Sie ist in der Zentrale vom Computer. Aha, oder? Aha. Und dann je nach Stimmung, oder? Dann sagt man: Guten Tag, liebe Frau. Oder? Okay. Hallo Miezekatze. Oder einfach: Hoi Frau, das ja, ist kein guter Tag. Wir bleiben noch ein bisschen im Berggebiet und besuchen eine Familie, die in einem Pilotprojekt Bio-Gitzi-Fleisch an Coop verkaufen kann. Und auch gerade im 3. Beitrag geht alles um die Berge. Das Jodlerquartett Männertreu Teufental nimmt uns mit auf den Grat und redet über die neue CD, die mitten in der Pandemie entstanden ist. Ja, und der Thomas Lierli zu nehmen. Das ist etwas sehr Spezielles. Das befreit dich, oder? Ja. Dann kannst du den Alltag vergessen. Vor allem einfach die Stille in der Tafel, oder? Dann kannst du nichts. Das ist einfach, wie es auch in den Bergen so sein soll. Still, fertig, nichts. Die Politik beschäftigt uns auf zwei Arten. Einerseits geht es noch 3 Monate, bis die Pflanzenschutzinitiative an die Urne gelangen. Und andererseits haben die 2 Chefredaktoren unter unserem Dach das Heu nicht auf der gleichen Bühne, wenn es um die AP22+ geht. Näher zueinander bringen will das Projekt Querbeet Städter, die vom Garten träumen, und die Bauern, die ihnen das ermöglichen können. Der Marktkommentar zu den Kalberpreisen wartet ebenfalls auf euch. Und in der Kolumne «Plötzlich Bauer» von Sebastian Hagenbuch dreht sich alles um die urtypische Art von uns Schweizer, für alles gerade einen Verein zu gründen. Es hört nicht mehr auf und ich frage mich manchmal, zahlen wir Bauern mit unserer täglichen Arbeit eigentlich eine Horde von Verbandsleuten, dass die können im Büro auf dem Viertel hocken und ein bisschen über neue Visionen und Strategien für die Landwirtschaft diskutieren. Präsentiert wird euch der Agrarpodcast von der Bauern News, dem Newsletter, der nach jedem Werktag das Wichtigste aus der Landwirtschaft zusammenfasst. Abonnieren könnt ihr die Bauern News direkt auf www.bauernzeitung.ch. Mein Name ist Renate Bachmann und ich begleite euch durch diese Episode. Für das wir jeden Winter 2-mal am Tag ein zuverlässiges Lawinenbulletin abrufen können, braucht es ein Netz von ca. 200 Lawinenbeobachterinnen und Beobachtern. Das Netz wird vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF aus Davos unterhalten. Die 200 Lawinenbeobachter sind im Alpenraum und im Jura stationiert. Einer von ihnen ist der Urner Christoph Mattli. Er meldet seine Daten vom Messfeld von der Göschener Alp aus auf Davos. Neben seiner Arbeit als Lawinenbeobachter ist er vor allem Bauer und das aus Leidenschaft, wie er betont. Die Redaktorin Esther Thalmann hat ihn vor Ort besucht und sich mit ihm im Stall über seine 2 Tätigkeiten unterhalten. Beim SLF in Davos hat man mir gesagt, ich würde in Göschener vom Christoph Mattli abgeholt. Da die Strasse in Göschener Alp gesperrt sei, sehr wahrscheinlich mit dem Schneetüff. Das hat aufregend getönt. Aber ehrlich gesagt, auch saukalt. Ich habe vorsichtshalber mal meine dicksten Skikleider angelegt. Das war, glaube ich, eine gute Wahl. Denn Christoph Mattli begrüßt mich mit einem breiten Grinsen im Gesicht und dem Satz: Er hat mal gedacht, er sagt mal nichts und schaue, wie ich daherkomme. Wenn er so neben seinem Schneetüff steht, mit seinem Krummen im Maul, kommt er mir wie ein Schneecowboy vor. In einem wilden Schneetöffritt flitzen wir das Tal hier hinten. Immer wieder hält er an, erzählt von Lawinenerlebnissen, zeigt auf Lawinenabgänge und macht auf Stellen auf dem Weg aufmerksam, wo Lawinen sicher sind. Mein Grossvater ist 1975 gestorben, da bin ich 10-jährig gsi. Und da habe ich ihm einmal gesagt, es schneit wie verrückt. Und dann hat er gesagt, man denkt das anders zu sagen. Es sei so,
der Zürcher heige drei Sorten Schnee. Wir, Bergler, heige 99 Sorten Schnee. Und dann hat der Grossvater mit grossen Augen angeschaut und hat gesagt, so viel haben wir. Und dann hat er ganz langsam gesagt, und der Eskimo hat 555. Oder? Der Stall und die Messstation sind ein bisschen unterhalb vom Zuhause von Christoph Mottli. Er erzählt mir jetzt gerade, was er dort am Mixen so macht. Wenn ich am Morgen zum Haus gehe, sehe ich ja schon ungefähr, wie es aussieht. Was das Wetter macht, ob ich mit einsinke. Und dann mache ich mir schon die ersten Gedanken und dann gehe ich den Wald ab in den Stall. Nachher mache ich eine Kontrolle, wie es aussieht, im Stall. Das ist für mich natürlich auch sehr wichtig. Lebt alles, oder gerade wenn man reinkommt, ist eine Kuhstehung oder weiss nicht was. Wenn man die Hauptkontrolle im Stall gemacht hat, dann gehe ich durch zur Messstation. Die Messstation ist eine unberührte Schneefläche, gerade neben dem Stall. Wer glaubt, es hätte hier einen Haufen Elektronik, wird enttäuscht. Nur eine Messstange lässt erahnen, dass hier etwas gemessen wird. Für seine Aufgabe hat der Lawinenbeobachter Mattli vom SLF ein paar handfeste Tools bekommen. Das ist eigentlich der Messstecken. Das Tablar mit für die Neuschneemengen, der Bolzen für die Tiefe zu messen und Gewicht für das Gewicht zu analysieren vom Schnee plus also ein Seil, wo man die Station hat. Zusperren. Also eigentlich nicht so elektronisch. Das nein, ist gar nicht. Ist alles so handfest, wo man manuell und visuell sagt man dem heutzutags, wo man also was machen. Heute Morgen hat Christoph Mattli folgende Daten abgelesen. Schneemenge war 16 cm. Totale Schneehöhe ist das zweite. Das ist heute Morgen 162 cm. Nachher kommt das Einsinken von dem Bolzen. Da sieht man auch wieder, was man für Schichten hat oder wie schnell, ja, dass das, wie locker das der Schnee ist. Oder da, wenn es einen Meter Schnee hat, wenn es zuerst geregnet hat, kann das sein, dass der nur 60 cm reingeht und wenn es nur immer Pulverschnee gegeben hat. Dann kann es sein, dass er einen Meter runtergeht. Das ist die Einsinktiefe, die man alltag macht. Und wenn es mehr als 10 cm Schnee gibt, dann muss ich noch wägen. Dann habe ich zeige es dir nachher, dann habe ich also ein Gerät. Also ein Gerät ist auch wieder etwas Manuelles. Dann kommt das Gewicht dazu. Was hat das für einen Einfluss? Das ist der Wasserwert vom Schnee. Das kann jetzt, heute Morgen haben wir jetzt 16 cm und ich meine 20 Gewicht. Es kann auch sein, dass wir 16 cm haben und 40 Gewicht. Also dann ist wenn es drin geregnet hat, dann ist er nass. Der Job als Lawinenbeobachter macht Christoph Mottli nicht allein. Jeden Morgen läutet er um 6:30 seiner Frau, der Anneliese, an. Er gibt ihre Daten mündlich durch. Und sie übermittelt sie dann per Computer nach Davos. Und dann tue ich alle Morgen eben um 6:30 meiner Frau weiter. Halb, wie du ausgesehen hast, und sie ist dann in der Zentrale oben. Sie ist in der Computer, aha, oder? Aha. Und dann je nach Stimmung, oder, dann sagt man, guten Tag, liebe Frau, oder? Okay. Hallo Miezekatze. Oder einfach, hoi Frau, das ja. Ist kein guter Tag. Bevor es für mich wieder zurück nach Göschenen geht, müssen wir noch den Schneetöff bedanken. Da dabei erzählt mir Christoph Mottli nochmal eine von seinen vielen und sehr unterhaltsamen Geschichten. Vom Schneetöff vor. Also war Geschwindigkeitsrekord? Habe ich auch einen gehabt. Was hast du gehabt? Wie schnell? Von
von gestern von der Gemeindekanzlei bis zu unserem Haus. 5 Minuten und 54 Sekunden. Und wie lange haben wir jetzt gehabt? Etwa eine Viertelstunde. Ja, gell? Ja. Normalfall. Ja. Der Beitrag von der Esther Thalmann. Die Schweizer essen fast kein Gizifleisch. Und wenn, dann nur an der Ostern. Nur die wenigsten Geissen werden nämlich als Frischfleisch verkauft. Ein grosser Teil wird nur verwurstet oder überhaupt nicht verwertet. Das soll sich jetzt ändern. 10 Landwirte aus dem Kanton Graubünden können für ein Pilotprojekt vom Coop 150 Gizi liefern. Unter ihnen ist die Familie Lötscher zu Bani. Das ist ein Bergdorf zwischen Landquart und Klosters. Der Jürg Vollmer ist für die Reportage in seine alte Heimat gefahren. Ich fahre mit dem Postauto auf Bani. Das ist nicht weit entfernt vom Walserdörfli Guschen, hoch über Meierfeld, wo mein Vater herkommt. Auch Bani ist ein Walserdörfli. Und wie alle Walsersiedlungen liegt auch Bani auf über 1200 Meter Höhe, weil zur Zeit vor Walserwanderung im 13. Jahrhundert die gut bebaubaren Flächen im Tal von den alteingesessenen Rätoromanen bewirtschaftet worden sind. Heute lebt der grösste Teil der Familien in Bani vom Tourismus. Aber immer noch jeder dritte Bewohner von Bani arbeitet in der Landwirtschaft. Und sowieso redet man in Bani heute noch der alte Walser Dialekt. So wie die Ladina Lötscher, die oberhalb von Bani einen ganzen Stall voll Geissen hat. Wir haben rund 112 Geiss und Gizzi gibt es natürlich entsprechend an den 130 bis 140 Stück pro Saison. Und wir haben bis jetzt können direkt vermarkten, sehr viel. Rünsche Verhältnis rund 60 Stück haben wir direkt vermarktet. Wir haben 30 Stück aufgezogen, haben da davon etwas verkaufen können. Den Rest brauchen wir für Rünsche zum Nachnehmen und haben noch gut 40 Stück können und weiter moschen. Können. 112 Milchgeissen und bis 150 Gizi, das ist gerade ein Schuppel Geissen mehr, als mein Grossvater im Schopf hatte. Das bestätigt mir auch der Stefan Geismann. Er arbeitet an der Bündner Landwirtschaftsschule Plantenhof in Langquart als Berater für Kleinwiederkäuer und ist Präsident des Schweizer Geisenzuchtverband. Laut Tierverkehrsdatenbank reden wir von 80'000 erwachsenen Geiss, die auf etwa 8'000 Halter abgebrochen sind. Das bedeutet, dass im Durchschnitt etwa 5 Geiss pro Halter sind. Was bedeutet, dass wir sehr viele kleine Betriebe haben und nur wenig grosse Betriebe haben. Die Geissenhalter haben ja ein grosses Problem. Sie bringen zwar die Milch weg und den Käse, aber das Gizifleisch nicht. Warum? Ja, das ist die grosse Frage. Das ist die Frage, liegt das am Konsument oder liegt das an uns? Liegt es an der Geschichte, um zu sagen, ja, es ist herzig oder nein, es böckelt oder wird es einfach im Regal nicht angeboten? Und genau das will der Stefan Geismann ändern. Mit seinem Bündnerscharm. Okay, andere sagen dem Sturheit. Also mit seinem Bündnerscharm hat der Stefan Geismann die Türen zu einem starken Partner geöffnet. Der Grossverteiler Coop verkauft in einem Pilotprojekt Gizifleisch. Wir haben hier schon verschiedene Sachen unternommen. Jetzt das gezielte Projekt ist hier, spricht Bio und Berga im Kanton Graubünden produziert. Also da sprechen wir eine ganz spezielle Kundschaft natürlich an, dass wir können sagen, die Gizi stammen aus dem Kanton Graubünden, sind bergzertifiziert, sind biozertifiziert, werden in der Region geschlachtet und dementsprechend noch auch vermarktet. Der Stefan Geismann redet von einem Pilotprojekt. Das heisst also, dass der Coop nicht 10'000 Gizi kauft und vermarktet, oder? Wir machen das mit 150 Stück, die wir hier probieren. Im Hintergrund sind da 10 Züchterhalter, die hier in dem Projekt einmal mitwirken.
Die Ladine Lötscher in Panin gehört zu den 10 Züchtern, die die Bündner Berg Bio-Gizzi produzieren. Sie hat allein aber schon 150 Gizzi pro Jahr, also so viel, wie alle 10 Züchter für das Pilotprojekt liefern. Wie hat die Familie Lötscher ihre Gizzi bis jetzt vermarktet? Das haben wir über unsere Homepage vorwiegend vermarktet oder auch über den Hofladen. Da haben wir Laufkundschaft oder auch über die offene Hoftür, die wir jeweils am Mittwoch haben, wo Kunden, Leute kommen oder auch Kunden und sich dafür interessieren. Weil wenn sie dann schon wollen, zu uns kommen, dann sind sie schon sehr interessiert an den Geiss. Und so sind sie auch bereit, um mal ein Stückchen Gizzi-Fleisch probieren zu kochen. Als Bündner kenne ich das Gizzi-Fleisch natürlich. Bei uns hat es regelmässig Gizzi gegeben. Aber im Rest der Deutschschweiz findet man Gizzi-Fleisch nicht einmal in den besten Metzgereien. Und in den Kühlvitrinen der Grossverteiler und Discounter schon gar nicht. Ich denke, es ist halt wenig bekannt, auch, dass es Gizzi-Fleisch gibt, nebst an Ostern, wo man es vielleicht noch eher kennt. Zudem hat es halt eine gewisse Schwierigkeit, dass es nicht so einfach ist zum Kochen. Man kann das nicht irgendwie alle Minute zubereiten, sondern man muss das einfach wirklich schmoren in der Pfanne. Ist aber sonst sehr ein hochwertiges Fleisch, ist cholesterinarm und eiweißreich. Ist einfach wirklich, denke ich, ziemlich unbekannt. Und vielleicht ist auch noch ein bisschen das Image, dass vielleicht Böckelentäti oder so in den Köpfen, wo aus meiner Sicht überhaupt kein Argument mehr ist heutzutage. Die Vorurteile gegen das Gizzi-Fleisch kommen nicht aus heiterem Himmel. Sie haben drei Gründe. Erstens, die geschlechtsreifen Geissböcke stinken. Das ist ja so, das kann man nicht ändern. Zweitens, früher haben viele Familien eine Handvoll Geissen im kleinen, dunklen Holzschopf eingesperrt, so wie mein Grossvater. Kein Wunder, dass das Fleisch von diesen Geissen böckelt hat. Und drittens, früher hat der Grossvater viel Fett am Fleisch dran lassen. Fett gibt Energie, hat er gesagt. Und die Energie hat man im Frühling im tief eingeschneiten Bergdorf brauchen können. Das Fett hat er beim Garen, beim Schmoren und beim Braten angefangen zu böckeln. Heute wird das Fett grosszügig weggeschnitten, das Gizzi-Fleisch böckelt nicht mehr. Und die Geissen werden in grossen und hellen Ställen gehalten, so wie bei der Familie Lötscher in Panin. Ihren Freilaufstall erfüllt das Tierwohlprogramm vom Bund, also die Anforderungen für besonders tierfreundliche Tierhaltung BTS und der regelmäßige Auslauf im Freien raus. Jetzt dürfen wir in der Coop Bio Berggizzi liefern. Und jetzt für uns als Direktvermarkter ist das eigentlich nicht anders als bisher. Wir ziehen die Gizzi aufziehen mit Milch. Es ist einfach so, dass wir die früher schlachtreif haben können, weil das Gewicht nicht so hoch sein muss. Und die können wir dann abliefern und haben in dem Sinn keine Arbeit mehr mit dem Verkauf oder Versand. Das heisst aber nicht, dass wir wegen dem keine Direktvermarktung mehr machen. Wir werden weiterhin verschiedene Standbeine haben und auch brauchen für unsere Geisshaltung, damit wir die auch so betreiben können, wie wir das gerne wollen. Und die Wertschöpfung überkommen für das Gizzi-Fleisch. Das heisst also, dass die beteiligten Landwirte mit dem Pilotprojekt mehr verdienen als mit dem Direktverkauf. Das ist nicht in dem Sinn direkt besser, es ist anders. Wir haben einfach, wenn wir direkt vermarktet, haben wir gut Milch gezahlt, die wir in eine Skizze lehnt. Und der ganze Aufwand für die Vermarktung und für die Aufzucht ist in dem Sinn nicht dick, der betreiben wir. Jetzt auch mit dem Kanal vom Coop haben wir keinen Aufwand für Vermarktung. Und das ist schon mal ein Mehrgewinn für uns Produzenten und auch ein sehr fairer Gizzi-Preis können wir so generieren. Also da sind wir sicher auf einer guten Seite. Es ist Ende Februar und wir stehen jetzt vor dem Gizzi-Stall in Panin, knietief im Schnee. Wo und vor allem wann kann der Konsument die Bündner Berg Bio-Gizzi kaufen? Wir starten mit dem ab Ostern, das läuft aber in den Frühling hinein. Also solange es einfach vorhanden ist, wird es angeboten. Er bekommt das über coop.ch im Onlinehandel, wo er das einfach dort bestellen kann. Das ist ein Tiefkohlprodukt, wo wir eigentlich dementsprechend flexibel sind, dass er das über eine gewisse Zeitspanne bestellen kann.
Wenn ihr mehr wissen wollt über das Pilotprojekt mit dem Bündner Berg Biogizi, dann findet ihr in den Notizen von dieser Episode den Link zu der Reportage in unserem Fachmagazin «Die Grüne». Es ist schon ein Zeitchen her, seit wir unbeschwert konnten an ein Konzert gehen, unter Leute und ein paar Musiker und Jodler zuhören, wie sie ihre Lieder im Publikum präsentieren. Klar ist, dass Corona den Alltag im Allgemeinen durcheinandergebrungen hat und im Speziellen sind die Musiker ganz besonders getroffen davon. So auch das Jodlerquartett Männer treu Teufental. Das Quartett hat 10 Jahre nach der ersten CD die zweite aufgenommen. Wie es ihnen dabei ergangen ist, hat die Redaktorin von der Bauernzeitung Simon Barth wollen hören. Sie hat sich darum mit einem von den 4 Jodler an den Tisch gehöckelt und hat uns die Geschichte von der CD mit dem Namen «Auf dem Grat», wo mitten in der Pandemie ist, aufgenommen wurde, in Podcast gebracht. Wenn man sich die Musik anlässt, dann sind die Schutzmasken und das Desinfektionsmittel sicher nicht das Erste, das einem in den Sinn kommen. Und das ist auch gut so. In einer Zeit, in der das Singen in der Öffentlichkeit verboten ist, braucht es halt gleich Lieder, die das Gemüt aufheitern. Vor etwa 10 Jahren, als die letzte CD vom Jodlerquartett Männer treu Teufental rauskam, ist fein die Beise gegangen, rund um die Veröffentlichung. Das Mal ist alles anders. Ruhig ist es. Keine CD-Taufe, kein Billienverkauf, keine Suche nach einem Konzertlokal. Nichts in dieser Art. Die Kilbe rund um die CD-Taufe, die am 1. April auf dem Thun Expo-Gelände stattfinden sollte, ist abgesagt. Ein Wermutstropfen wie der Simon Zmos, der Werner Ebersold und der Hans-Peter Fussfingen. Das ist schon schade, das ist schon für uns ein riesen Wermutstropfen. Aber wie gesagt, vor 3 Jahren hat man noch keine Ahnung gehabt, dass so von Corona und von dass mal so eine Pandemie kommt. Und dann haben wir eigentlich dann noch gesagt, ja, das wird auch die letzte CD sein, die wir machen. Weil in 5-10 Jahren gibt es auch keine CD mehr. Du hast ja nicht einmal mehr Gerät, man kann die CD hören in Zukunft. Und darum ist es schon schade, haben wir dann die CD-Taufe müssen streichen müssen. Ja, das wäre auch gewesen. Oder mit Sicherheit war die letzte CD-Taufe, die wir machen dürfen. Und das ist schon ein bisschen Wermutstropfen jetzt für uns. Gut, wir sind jetzt schon viel von den Helfern darauf angeredet worden. Kann man das nicht wiederholen, oder? Es war für sie auch etwas Schönes gewesen in diesem Abend. Aber das steht jetzt noch in den Sternen. Da müssen wir jetzt zuerst warten, bis der Bundesrat andere Massnahmen bekannt gibt. Bis man dann mehr in Ordnung fest, oder? Die CD-Taufe ist auf einmal ins Wasser gefallen. Dafür hat es ein Musikvideo gegeben. Und wie es dazu kam, erzählt der Werner Ebersold. Ja, wir sind eigentlich auf das Film gekommen, eigentlich wegen dem Lied «Der Geissbub», oder? Hat man auf das Mal die Idee gehabt, man sollte doch am Ort her, wo Gysi sind, und ein Film machen, oder von Gysi und von uns, und das Lied singen. Und dann haben wir auch noch lange gewesen, woher, und dann ist nicht nur der Grazin gekommen, zum Grazschäfer, oder? Sauer Frenz. Der Ort, der Sigriswiller Grat, war für das Filmen also klar gewesen. Der Tag irgendwann ist auch festgelegt. Und dann sollte noch das Wetter einigermassen verhaben, wenn man zu Berg gehen will. Und nebst dem Wetter kommt es etwa auch noch etwas darauf an, was man denn so anhat, wenn man ein Video drehen will. Oder Werner Ebersold und Hans-Peter Fuss? Dann habe ich das Wetter beobachtet im Fernsehen und dann habe ich gesagt, ja, 30 Grad meldet er dann, wenn wir dann wirklich auf einen Grad haben. Nur alle sicher gebrauchen daheim, oder? Aber am Abend habe ich gesagt, wenn wir sie kommen, das war ein super Tag. Ja, wir haben abgemacht, da bin ich zuerst immer gegangen mit den normalen Kleidern. Dann habe ich gesagt, nein, wir sind zu Männerträumen, gehen Halbleine und Motz durch. Also jetzt, wenn du da den Film schaust, das ist ja... Dass die Wirkung kommt schon viel besser durch, wenn wir den Motz in die Kleidung haben, als wenn wir in den Jeans und den Kurzhosen wären. Ja. Aber es ist schon, das ist es so, das war heiss wie ein Kamer. Heiss war es also an diesem Filmtag, aber eben auch bewölkt. Und im ersten Moment hat das nicht ins Drehbuch passen von den Jodler. Und dann gleich, am Schluss waren alle zusammen beeindruckt von der Stimmung, weiss der Simon Zmos. Und das Wetter hat nicht wieder gut. Aber dann sind wir abgelaufen und schlussendlich ist es eigentlich nur gut. Besser könnte es fast nicht sein. Also, ich meine,
Wenn man die Fotos nicht sieht auf der CD, muss man sagen, das ist ja eigentlich, oder im Film, das ist ja unglaublich. Wie das dann eben mit diesen Wolken und dann der Sonnenuntergang und so, das ist nur gut gekommen, kann man eigentlich sagen. Für das Quartett Männertreu ist der Filmort nicht einfach irgendein Plätzchen. Für jeden von ihnen hat er eine eigene Bedeutung. So auch für Hans-Peter Fuss. Für uns drei ist das natürlich der Hausberg, oder? Der ist dann, den sehen wir auch da, das sehen wir da. Und jetzt geht am Samstag, wo wir einen Besuch haben, haben sie gesehen, wo der gerade zeigt. Sie hat dann schauen, das ist abnormal. Da ist auf der Schüre immer schön schauen können, gell? Der verschneit gerade. Und so verwundert es nichts, dass die neue CD der Name auf dem Grat dreht. Oder Werner Ebersold. Ja, das ist eigentlich am gleichen Abend schon passiert. Haben wir gerade die Burger im Recht der CD können ja Namen geben, Titel geben. Und dann ist das schon gefallen dann auf dem Grat. Das Wetter hat Schluss und am Ende Ordnung gehabt, die Kleidung hat da gestimmt und dann sollten noch die Statisten bei der Sache sein. In diesem Fall sind die Statisten geissen. Und anstatt dass die von aussen hätten auf die Jodler gewartet, waren die schon gestaut, wo die Aufnahmen für das Video hätten sollen starten. Ja, das wären 65 Geissen, ja, oder? Ja. Als Strahlengeissen. Das haben wir uns eigentlich abends schön vorgestellt und dann waren die Geissen schon am Stall gewesen, natürlich. Das Mädchen hatte schon gestalten. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir da ein paar Gäste füllen, wie wir das ein bisschen so nach etwas aussehen. Und dann haben wir da 10 noch 12 rausgelassen. Und dann da ein bisschen geleckt auf die Steine. Und dann, jetzt ist ja das Abmarsch schön, wie die Gäste da sind, am Stehen völlig wie angewachsen. Und das ist ja Abmarsch schön. Kurz Eindruck, wo mir durch das ist einfach, wo wir gesungen haben. Die Gäste sind wachgestellt worden. Die haben keine Wahl mehr da. Mit dem Schwänzchen gewedelt, das ist nicht mehr. Sonst ist es einfach, wie sie hat zugelassen. Das schaut man mal. Oder es ist schon eindrücklich, so zu sehen. Der Tag war grundsätzlich voller Abenteuer. Der Filmmacher, der von den Jodler als 23-jähriger Jüngling aus Thun bezeichnet wird, hat auch noch für Unterhaltung gesorgt. Da kam er in die Turnschuhe, aber kein Jäckchen. Und nichts zu reichen bei sich. Und nichts zu neun, vor allem. Und nichts zu essen, nichts bei sich. Und so geht man zu Berg. Ja, da hat das Gefühl, komm, ich gehe auch nach einer Stunde um hin, oder? Ja. Das geht dann viel glättiger. Und dann hast du das weit runtergeholt. Ja, das steht dann. Dann haben wir da ein Jäckchen gehabt. Oder haben wir da vergessen, die Bühne ein Jäckchen führen. Ein gut schmeckiges. Und dann haben wir da zu neun. Und er hat die Höllenfreude gehabt. Er hat das noch nie erlebt. Das ist für uns fast... Aber wir können uns das nicht vorstellen, aber hast du noch nie so etwas, hat das noch nie erlebt. Und meint man jetzt, während dem Zvieri beim Stall sei einigermassen Ruhe eingekehrt, dann liegt man da auch letzt. Der Geissenbäuerin haben sie beim Stelleli Käse abgekauft und zur Erfrischung ein Bier genommen. Und dann ist auf einmal ein anderes Tierli aufgetaucht, das noch für Rebu gesorgt hat. Ein Dohle, ja. Und der Kröppelkaker ist die ganze Zeit dem einen oder anderen auf den Grind gelandet. Oder hat er ein Dienste beizen. Das war noch lustig. Und jetzt wären wir dann beim Finale angekommen. Der Sonnenuntergang auf dem Grat. Nach ihrer Verpflegungspause noch einmal 20 Minuten zu Fuß und gängt die Hoffnung im Gepäck, dass das Wetter dann mitmacht. Die Wolken sich noch ein bisschen putzen und der Plan ist aufgegangen. Ja, und dort das Lied zu nehmen. Das ist etwas sehr Spezielles. Das befreit dich, oder? Ja. Dann kannst du den Alltag vergessen. Das ist ja so. Das ist, genau. Dort oben auf dem Grat, wenn wir das Lied zurückgenommen und gewartet, bis die Sonne am richtigen Ort ist, das ist abnormal. Dort oben seht ihr, kennen jetzt so die Stille, oder? Ja, das ist abnormal. Das tut doch gut zwischen. Vor allem einfach die Stille in der Tag, oder? Da kannst du nichts. Das ist einfach wie es auch in den Bergen sein soll. Still, fertig, nicht. Ja, und jetzt ist die CD aufgenommen, das Video gefilmt. Was kommt denn nach dem Grat? Die Männer sind sich einig. Ein Jutz. Nach dem Grat, da kommt ein Jutz. Der Jutz haben wir vorerst ab der Konserve zu hören bekommen. Und sicher freuen sich die Fans vom Jodlerquartett Männertreu darauf, wie das auch um ein Live möglich ist. Das Gespräch mit dem Simon Zmos, dem Werner Ebersold und dem Hans-Peter Fuss hat Simon Barth geführt. Nicht dabei war der Ferdinand Oerli, der auch zum Quartett gehört.
Der Artikel, den Simon Barth in der Bauernzeitung über das Jodlerquartett geschrieben hat, verlinken wir euch in den Notizen von dieser Episode. Es geht langsam in Endspurt in Sachen Pflanzenschutzinitiativen. In gut drei Monaten, am 13. Juni, stimmen wir über die zwei Volksbegehren ab. Wenn man sie bodigen will, dann braucht es jede einzelne Bauernfamilie, ist die Überzeugung der bäuerlichen Abstimmungskämpfer. Darum ist uns die Schlagzeile im Zürich-Bauer kürzlich aufgefallen. «So schaffen wir es nicht», hat der die grossen Buchstaben geheissen. Der Zürcher Bauernverband hat seine Mitglieder damit ein bisschen einheizen, weil bis jetzt haben sich nur 10% der Bauern gemeldet, die etwas möchten beitragen im Abstimmungskampf. Wir haben den nationalen Kampagnenleiter Urs Schneider vom Schweizer Bauernverband gefragt, ob er den Alarm der Zürcher Kollegen nachvollziehen kann. Die Frage gestellt hat Adrian Krebs. Ich kann sie nachvollziehen, insofern, dass eben der Zürcher Bauernverband auf einen Aufruf 300 Rückmeldungen bekommen hat. Das sind etwa 10% der Zürcher Bauern. Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen wenig. Aber ich denke, das ist vielleicht auch nicht ganz repräsentativ. Die Bauern braucht halt manchmal ein, zwei Anläufe, bis sie sich überwinden, dann auch etwas zurückzuschicken und sich dann auch zu melden. Haben die Bauern den Ernst der Lage noch nicht begriffen? Den Eindruck habe ich eigentlich nicht, oder? Wir arbeiten ja mit den kantonalen Stützpunkten zusammen. Und die kantonalen Stützpunkte sind wirklich sehr aktiv und kommen auch sehr viele Rückmeldungen über. Wir kommen auch beim Schweizer Bauernverband sehr viele Rückmeldungen über. Und ich glaube schon, dass die Bauern sich da wirklich bewusst sind. Aber vielleicht muss sich der ein oder andere noch einen Ruck geben, um sich dann wirklich auch exponieren und engagieren. Der Urs Schneider hat gesagt, es sei ein bisschen unterschiedlich von Kanton zu Kanton. Uns hat es natürlich Wunder genommen, weil er das da besonders gut schaffen. Ja, also ich darf ganz sicher sagen, ich komme aus dem Thurgau. Und dort ist jetzt auch sicher der kantonale Stützpunkt und das Komitee sehr, sehr aktiv. Und bei uns hängen die Fahnen auf wie verrückt. Also wirklich, das darf ich, glaube ich, sagen. Das ist jetzt ein Kanton, wo wirklich auch stark betroffen ist natürlich. Und es hängt, also alle haben noch nicht mit den Massnahmen und der Verteilung in der gleichen Intensität angefangen. Aber es gibt sicher sehr viele Regionen, die sehr, sehr aktiv sind. Ich denke auch zum Beispiel den Kanton Waadt, den Kanton Luzern. Aber ich würde eigentlich nicht mit den einzelnen Beispielen arbeiten. Also, eigentlich alle Kantone sind wirklich sehr aktiv, haben vielleicht ein bisschen früher oder ein bisschen später angefangen. Und das zeigt sich vielleicht auch noch ein bisschen beim Engagement. Wir wollten auch noch wissen, welche Erwartungen der Schweizer Bauernverband an die Basis hat. Ja gut, also ich meine, 10%, die dann wirklich sehr aktiv sind, das ist schon mal etwas, aber das ist natürlich zu wenig, das ist ganz klar. Wir setzen darauf, dass da wirklich Tausende und Tausende von Bäuerinnen und Bauern sich engagieren, oder? Und da muss natürlich schon noch mal etwas gehen. Und wie viele Bauern haben denn schon gezahlt für die Kampagne? Wir äußern uns eigentlich nicht äußern zu diesen Beträgen in der Summe, weil da müssen wir jetzt mal zuerst eine Gesamtbilanz abwarten. Ich sage einfach, wir haben ja eigentlich gesagt, der Wunsch wäre, dass von jedem Betrieb 50 Franken gezahlt wird. Oder, das wäre so eine Richtgrösse. Es hat derjenige, die etwas mehr zahlen, es hat derjenige, die ein paar Franken weniger zahlen. Aber wichtig ist, dass eben auch viel mitmachen. Aber es geht nicht nur um die Bauern selber, sondern auch um die Organisationen, Institutionen, vor allem auch um Unternehmungen. Weil wir wissen ja, dass die Initiativen ja eben nicht bloß fatale Auswirkungen für die Landwirtschaft selber hätten, sondern insbesondere auch für die vor- und nachgelagerten Bereiche, für die ganze Ernährungswirtschaft, Lebensmittelindustrie. Und darum muss auch dieser Teil natürlich Verantwortung mit übernehmen. Zum Schluss hat Adrian Krebs vom Urs Schneider noch wissen, wie er die Mobilisierung der Bauern erhöhen will. Schneeballeffekt, oder? Da ist wichtig, dass mit zunehmender Nähe von diesen Abstimmungen gehen wir davon aus, dass dann das immer breitere Kreise zieht und eben der Schneeballeffekt dann auch wirkt und dann wirklich möglichst viele sich auch engagieren gegen die Initiative, was dann auch wird Strahlkraft haben über die Landwirtschaft raus, hoffentlich auch in die Städte und die Agglomerationen hinein.
Was die Prognose für das Resultat angeht, sei es noch zu früh, sagt der Urs Schneider. Aber wenn die Kampagne so durchgezogen wird wie geplant, sei er immer noch voll überzeugt, dass es zwei Nein wird geben Mitte Juni. Das Projekt Querbeet Zürich-Seebach erfüllt den Städtern den Wunsch nach einem Garten und gleichzeitig ist das Projekt auch interessant für die Bauern. Die Redaktorin Esther Thalmann hat sich mit dem Landwirt Ueli Ansor getroffen und hat von ihm mehr über das Querbeet erfahren. Querbeet sind ein Feld in Zürich-Seebach, also mitten in der Stadt. Sie sind einfach per ÖV erreichbar und das Plakat hilft auch noch, dass man es von weitem gut sieht. Die Parzelle gehört zum Weidhof, einem Biohof, wo die Stadt Zürich und Landwirt Markus Götsch und seine Familie verpachtet. Der Markus Götsch kümmert sich dann auch um die Grundbodenbearbeitung der Parzelle. Anpflanzen tut dann unter anderem der Ueli Ansorge von der Gemüsekooperation Dunkelhölzli. In einem Gespräch mit ihm wollte ich, dass er mir das Konzept der Querbeet etwas näher erklärt. Das Querbeet ist ein Gemüsefeld, das wir im März, April anpflanzen, reihenweise. Eine Reihe Herdöpfel, eine Reihe Salat, eine Reihe Fenchel etc. Und dann Ende April machen wir einen Querschnitt durch das ganze Sortiment und übergeben das dann den Pächterinnen, die ab diesem Zeitpunkt weitergärtnern. Also das heisst, das, alles, was schon gepflanzt ist, erntet und dann Nachpflanzungen oder Nachsaaten machen. Je nachdem, wie viel Zeit und Effort sie wollen investieren. Wow, nicht schlecht. Da kann ich also als Gärtnerin einen fix fertig angepflanzten Gartenplatz übernehmen. Natürlich will ich vermutlich wissen, was mich das kosten würde und was allenfalls sonst noch im Preis inbegriffen ist. So ein Querschnitt bei Pflanz kostet 220 Franken pro Saison. Also wir stellen Wasser und Werkzeug zur Verfügung und machen auch die Grundbodenbearbeitung natürlich und düngen auch selber am Beginn der Saison. Der Saisonbetrag für Gärtner finde ich sehr moderat. Im Vergleich, ein Schrebergarten in der Stadt Zürich kostet pro Jahr etwa 350 bis 450 Franken Pacht. Außerdem muss ich auch noch ein einmaliges Gartenhaus vom Vorpächter übernehmen. Als Maximalbetrag ist dafür 5'000 Franken festgelegt. Jetzt also meine Frage an Ueli. Verdienen die Landwirte mit diesen 220 Franken überhaupt etwas? Ja, natürlich. Wir haben unsere Kosten gedeckt. Es wäre schön, wenn es alles noch etwas grösser wäre. Da würde man auch recht gut daran verdienen, weil der Aufwand ist relativ überschaubar. Bis jetzt klingt alles schön und gut. Aber es gibt sicher auch noch ein paar Herausforderungen, die gemeistert werden müssen, oder? Ja, natürlich. Also es ist ein kleines Feld mitten in der Stadt Zürich. In einer Strassengabelung. Es ist natürlich immer das Thema vom Littering. Zum Teil werden auch Gemüse oder Tomaten vor allem geklaut. Man muss ein bisschen schauen, dass der Boden natürlich auch, gerade in der Stadt, auch einigermaßen verhebt, dass es ein guter Boden ist, dass das Gemüse wächst. Das ist nicht immer ganz einfach, auch mit Altlasten, wenn man so näher an der Stadt produzieren will. Zum Schluss will ich noch wissen, wer es erfunden hat. Ueli, ist das Projekt auf deinem Mist gewachsen? Es gibt in Deutschland das System eigentlich schon viel länger als jetzt in der Schweiz. Das nennt sich Krautgärten. Da gibt es schon grosse Beispiele in Wien und in München zum Beispiel. Es hat nachher ein Projekt gegeben, das neue Nutzungsformen untersucht hat. Und im Rahmen von diesem Projekt ist man auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir so einen Pilot machen wollen. In Zürich-Seebach und das machen wir seit 2017. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz ein Pilotprojekt, sondern es ist ein gut funktionierendes Modell, das eigentlich ohne grossen Werbeaufwand die Pächterinnen jedes Jahr für Jahr gefunden werden können. Ende Jänner sind laut dem Ueli Ansorge schon um alle 26 Parzellen an ca. 45 Quadratmeter vergeben. Wer mehr über das Projekt Querbeet wissen will, findet alle Informationen in den Notizen zu dieser Episode.
Die zwei Chefredaktoren von der Bauernzeitung und von unserem Fachmagazin «Die Grüne» haben unterschiedliche Ansichten und vor allem auch unterschiedliche Temperamente. Auf der einen Seite ist da der Chefredakteur von der Bauernzeitung, der Adrian Krebs. Ein bedächtiger Berner, der sich die Sache gerne zuerst ein bisschen rundherum anschaut und nichts überruttern will. Ein zurückhaltender Berner Sennenhung, der nur beisst, wenn es denn wirklich nötig ist. Auf der anderen Seite der Chefredakteur vom Fachmagazin «Die Grüne», der Jürg Vollmer. Er ist ein bärbeissiger Bündner mit Bart und einer Bassstimme, die jeden Muni zum Stehen bringt. Ein Bündner Stierengring, wie er im Buch steht. Vor jedem Agrarpodcast treffen sich die zwei Chefredaktoren im scharfen Ecken. Das ist ihre Stammbeiz. Dort wird das Bier in einer Bügelflasche serviert und die Gäste haben noch Herd an den Gummistiefel. Im scharfen Ecken ist die Welt noch in der Ordnung, wenn unsere zwei Chefredaktoren nicht gerade um einmal miteinander diskutieren. Heute über einen Kommentar von Jürg Vollmer zur Agrarpolitik AP22+. Jürg, du hast ja in der letzten Episode von unserem Agrarpodcast die ganze Agrarpolitik auf den Misthaufen schiessen. Wie bist du eigentlich auf die Wahnsinnsidee gekommen? Ich komme verrückt, wenn ich die Wahnsinnsbürokratie sehe. Und die vielen Beamten, die unsere Bauern plagen. Das ist wie Fliegen auf der Kuhweid. Kaum bist du die einen Flüge los, kommst du die nächste. Uiuiui, das ist ein ganz böser Vergleich hier mit diesen Fliegen. Aber gut, du bist jetzt nicht allein mit dieser Skepsis gegenüber diesen Beamten. Aber jetzt erzähl mal, wie du dieser Sache entgegenwirken willst. Weil irgendeine Politik braucht es ja gleich, oder? Ja, das schon. Aber für das braucht es nicht 4'000 Seiten Gesetze und Verordnungen und eine halbe Karette voll mit Formular für jeden Bauer. Ich will die Bürokratie massiv vereinfachen. Und nochmal ganz von vorne anfangen. Und darum heisst ja mein Denkanstoss auch Basis Null. Ums Gottes Willen, Jörg. Also nochmal von vorne anfangen mit dem ganzen Bregel. Das ist ein absoluter agrarpolitischer Albtraum. Du bist Berner. Ich erkläre es dir jetzt darum in Zeitlupe. Mit der Basis Null kriegt erstens jeder Bauer neu einen Basis Null-Beitrag. Darum heisst es ja so. Und zwar nach seiner Betriebsgröße in Hektar und pro Grossvieheinheit. Ja, aber sorry, Jürg, da sind wir ja genau gleich wieder im blöden Ecke, wo wir vor 40 Jahren waren, wo du mehr Geld hast bekommen, wenn du mehr produziert hast. Das hat uns ja nur ein Problem gebracht. Und darum haben wir ja auf Direktzahlungen umgestellt in den 90er Jahren. Aber dann bist du halt noch zu Russland rumgegondelt, gell? Nein, in den 90er Jahren noch nicht. Das war erst später. Aber Adrian, hast du in der Schule beim Rechnen einen Fensterplatz gehabt? Schon heute gibt es doch die Beiträge pro Fläche. Und auch mit der Basis Null würden unsere Bergbauern mehr Geld kriegen als zum Beispiel die im Tal. Von dem her ändert sich ja gar nicht so viel. Also dann könnte man doch die ganze Übung einfach gerade lassen, da deine Basis Null statt alles auf den Ring stellen und alles verrückt machen, oder? Nein, das ist natürlich noch nicht alles. Mit der Basis Null würde auch die Bürokratie massiv abgebaut. Es gibt nur noch ein einziges Formular, einmal pro Jahr, Punkt, fertig. Okay, dafür hat dann das Formular 500 Seiten, das nützt dem Bauer auch nicht viel, oder? Das wären wahrscheinlich schon weniger Formulare als heute und das wäre ja nicht schlecht. Aber du übertreibst wieder einmal schamlos. Die Formulare müssen es nur mir zum Redigieren geben. Ich kürze jeden Text von unseren Journalisten gnadenlos auf die Hälfte. Und sie kriegen trotzdem das ganze Honorar. Da hat sich bis jetzt auch noch keiner dagegen gewehrt. Und man kann noch an ganz anderen Ort Bürokratie vereinfachen. Nur schon bei den Label gibt es mit der Basis Null eine massive Vereinfachung. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt auf kleine Landwirtschaftsrevoluter, was du dort ändern willst. Alle bestehenden Label können weitergeführt werden. Aber sie kriegen keine Beiträge mehr vom Bund. Die Konsumenten zahlen den Mehraufwand, z.B. für IP Swiss und Bio, an der Kasse von Migros und Coop. Und die geben das Geld ohne irgendwelche trümmeligen Abzüge am Bauer weiter. Ja, das klingt wirklich schauderhaft gut, aber ist leider eine Bieridee. Oder man könnte auch sagen, so ein Kalandaträumchen von einem Bündner. Das glaubt ja kein Mensch, dass das klappt. Schon heute zahlen ja Grossverteiler nur die Hälfte der Kosten für die Mehrleistung im Label. Das wird auf alle Fälle nicht besser. Etwas so kannst du ja der Privatwirtschaft nicht vorschreiben. Also es tut mir leid, da träumst du, Jürg.
Also einträumen, gut. In der Nacht liegt mir nämlich mein Hund auf den Füßen. Das gibt schön warm und gute Träume. Aber zurück zum Bürokratiemonster. Du findest die Basis Null eine Furzidee. Gut, okay. Aber so wie es jetzt läuft, kann es doch auch nicht weitergehen. Aber los jetzt. Ich habe zwar keinen Hunger, der auf meinen Scheichen schläft, aber ich glaube, ich sehe da gleich etwas besser durch. Weil ich finde eben das, was wir jetzt haben, gar nicht so schlecht. Ich glaube, dass die meisten Bauern im Grunde genommen gar nicht so unzufrieden sind mit diesem System. Aber jeder Bauer möchte doch so viel wie möglich mit dem Produktverkauf verdienen und nicht so abhängig sein von diesen 200 Nationalräten und 46 Ständeräten, wo sowieso alles Juristen sind und Produktivität in neuen Paragraphen messen. Und nicht in Kilo, wo ich an der Milchsammelstelle abliefere. Gut, du hast noch die 50 Bauern vergessen im Parlament. Aber die darf man natürlich auch nicht vergessen. Die haben da kräftig mitgewirkt, gell, in dieser Politik. Und du musst einfach sehen, du, im Grunde genommen hast du schon recht, oder, dass jeder so viel verdienen wie möglich aus dem Produkt. Aber im Moment gibt es einfach gar keine andere Möglichkeit, als die Bauern staatlich zu stützen. Sonst würde eigentlich auf einen Tätsch etwa die Hälfte verschwinden, wenn man da damit aufhören würde. Ja, natürlich braucht es Direktzahlungen, Produktionsförderungen, Absatzförderungen und Strukturverbesserungen und was es sonst noch alles gibt. Aber es muss doch nicht alles so unglaublich kompliziert sein. Gut, da hast jetzt recht, da bekomme ich manchmal auch gut. Aber ich sage dir, wenn wir jetzt bei Null anfangen, kommt am Schluss nach 30 Jahren wieder haargenau der gleich komplizierte Schuhstand, wie wir nicht schon haben. Ja, aber Entschuldigung, Adrian, du bist doch genau so ein Blockierer, der ja nichts ändern will. So ein Apparatschik wie in der Sowjetunion. Nur haben die einen 5-Jahres-Plan gehabt und nicht wie in der Schweiz alle 4 Jahre eine neue Agrarpolitik. Nein, ich bin schon dafür. Weißt du, du musst mich recht verstehen. Ich bin schon dafür, Sachen anzupassen, aber ich meine, all die Tausenden von anderen, die an dieser Politik gebastelt haben, das sind ja nicht nur Dublen, oder? Die haben sich vielleicht auch noch etwas überlegt. Das kannst du ja nicht einfach jetzt alles erzählen, das sei alles nichts wert gewesen, was die gemacht haben. Das ist doch genau das Problem, Adrian, dass Tausende von Politikern und Lobbyisten in Bern und in den Kantonen an dieser Agrarpolitik herumschrauben. Und alle 4 Jahre erfinden sie die Welt neu. Als ob der Bauer alle 4 Jahre einen neuen Stall bauen könnte oder gerade schnell einmal von seinem rätischen Graufein, wo ja ein Drehnutzungstier ist, auf eine Hochleistungsmilchkuh mit 10'000 Liter umstellen könnte und 4 Jahre später wieder zurück auf das rätische Graufein, weil Retro und Grau jetzt gerade wieder Moden ist. Der 4-Jahres-Zirkus mit diesem komplizierten Grosspaket, der treibt doch unsere Bauernfamilien noch in den Wahnsinn. Also jetzt haben wir offenbar gleich noch etwas gefunden, wo wir gleicher Meinung sind. Weil das finde ich nämlich auch, mit denke ich, besser, kontinuierlich kleine Verbesserungen zu machen, statt da die komischen Jäkami-Päckchen, wo viel zu viel Kraut und Rüebli zusammengemischt wird. Von sozialer Absicherung bis zu den Düngergrossvieheinheiten. Das ist wirklich viel zu überladen, die ganze Angelegenheit. Gott sei Dank, wenigstens in einem Punkt kommst du zur Vernunft. Ja, da musst du auch noch ein bisschen dran arbeiten, gell? Nein, aber was ich auch sagen, dein Vorschlag ist zwar noch nicht so durchgedacht, aber dass man darüber schnurrt, über die Agrarpolitik, finde ich saumässig wichtig. Darum braucht es ab und zu so einen Schuss von einem Bug für unser Beamtentum. Gerne geschehen. Manchmal braucht es einfach ein bisschen Entwicklungshilfe aus dem Kanton Graubünden für die Berner Beamten und für den Bauernzeitungschefredakteur. Du bist schon ein frecher Sieg. Jetzt müssen wir einmal schauen, was wir da mit dem grünen Budget machen in der Zukunft. Uiuiui, da sind sich unsere zwei Alpha-Tiere schwer an Karren gefahren. Aber morgen sind sie dann um ein Herz und ein Seel, bis wir sie zum nächsten Mal im scharfen Ecken hören. Eigentlich konnten die Viehzüchter fern von sehr guten Schlachtviehpreisen profitieren. Der Lockdown hat Herr und Frau Schweizer zu bewussteren Essern gemacht. Vermehrt ist gesundes, einheimisches Rindfleisch auf den Tisch gekommen. Aber wenn es um das Selberkochen geht, dann scheint es ein Stiefkind zu geben. Das Kalbfleisch hat stark unter der Schliessung der Gastronomie gelitten. Daniela Joder berichtet.
der Heiri hat, der Heiri hat, der Heiri hat kein Kalb verkauft. Ja, jetzt habe ich doch vor Weihnachten noch 16 Franken bekommen fürs Kalb. Und jetzt sind es nur noch 12. Wieso? Ja, Heidi, Kälber sind vermutlich die Kategorie Schlachtvieh, die der Lockdown am meisten gemerkt hat. Gängig wird das Kalbfleisch in erster Linie in den Restaurants gegessen und mehrheitlich um die Festtage. Kommt dazu, dass das Kalbfleisch ein teures Fleisch ist. Vermutlich hat sich der Konsument in den unsicheren Zeiten eher ein preiswertes Fleisch gegönnt. Trotzdem sind die Preise aber für die fiesen Kälber im 2020 erstaunlich hoch geblieben. Jetzt aber nach den Festtagen und ohne Aussicht auf das Ende des Lockdowns sind die Preise geiler als andere Jahre das Loch ab. So sind die schweren Kälber nach Weihnachten halt von 16 Franken innerhalb von kurzer Zeit auf 12 in 10 abgestürzt. Weil diesen Preis hat man in vielen Fällen gar nicht mehr realisieren können. So haben sich die fiesen Kälber in den Stall gestohlen. Der Schweizer Kälbermeisterverband hat ausgerechnet, dass die Kälbermeister durch diesen Preiszerfall jede Woche etwa 1 Million Franken verloren haben. Erste Ankündigung von Promiant, dass man von Ende Januar bis Anfang März das Kalbfleisch einlagern will, hat die Kälber Krömen geklärt. Der Preis hat sich auf dürfem Niveau bei 12 in 10 stabilisiert. Diese Woche sind die Preise sogar auf 12 in 40 gestiegen. Ja, haben wir denn jetzt so viele Kälber geschlachtet? Nein, fern haben wir mehr Kälber gemetzelt als heuer. Im Januar waren es etwa knapp 19'000. Heuer noch gerade 15'000. Das ist ein Minus von knapp 18%. Jetzt im Februar sind die Schlachtungen mit den Einlagerungsaktionen um deutlich gestiegen. Man merkt auch, dass es in der Schweiz weniger Kühe hat und dadurch weniger Kälber geboren werden. Kommt dazu, dass die Nachfrage nach Rindfleisch gross ist und man mehr Kälber in Grossviehmast verkauft. Die vermehrten Mastrassenbesamungen bringen Antränke, die sich gut für die Grossviehmast eignen. Und wenn wir den jetzt importieren, oder haben wir genug Kalbfleisch? Nein, die Inlandversorgung des Kalbfleisch ist gängig noch sehr hoch. Die liegt gängig noch bei etwa 98%. Durch das ist der Merit extrem krisenanfällig. Das liegt auch daran, dass die Schweizer gängig weniger Kalbfleisch essen. Noch gerade 2,5 Kilo pro Kopf waren es im 2019. Das ist etwa ein Kilo weniger als vor 20 Jahren. Kann ich denn jetzt wenigstens Tränkerkälber günstig einstellen? Nein, hey, die Tränker sind nicht wahnsinnig billig. Die haben noch eine gute Nachfrage gehabt und das einen guten Preis erzielt. Mit dem Entscheid, dass die Viehhändler ab Januar die effektiv realisierten Tränkerpreise publizieren, hat man aber jetzt in diesem Merit ein bisschen mehr Transparenz. Der Handel und die Milchproduzenten haben sich jetzt preislich toll angenähert, aber können sich noch nicht auf einen einheitlichen Tränkerpreis einigen. Gegen werden viele Tränker hinter verschlossenen Stalltüren gehandelt, was liegt im Hang vom Bauer und vom Händler, was sie dort ausmachen. Klar ist, nach wie vor könnte man in Sachen Gesundheit bei den Tränkern noch mehr machen und das würde sich dann auf den Preis niederschlagen. Dann bräuchte es in Masto weniger Antibiotika und im Image des Kalbfleisch täte das sehr gut. Der Marktkommentar von Daniela Joder. Die Kalbermeister wären auf alle Fälle parat, wenn die Gastronomie im Sommer um offen wäre und würde einheimisches Kalbfleisch auf die Karte tun. Bleibt nur die Frage, wie die Gastronomie aus der Corona-Krise rauskommt. Weil das wird sich sicher auch in diesem Jahr stark auf den Kalbfleischmerit auswirken. Die Kolumne «Plötzlich Bauer» mit dem Sebastian Hagenbuch. Über Verbände. Wenn es etwas Neues gibt in unserer wunderbaren Welt der Landwirtschaft, dann feiern wir das auf unsere eigene Art und Weise. In der Regel gründen wir gerade als erstes Mal einen Verband, einen Verein oder manchmal zur Abwechslung auch ein IG. Das letzte mir bekannte Beispiel ist der Verein Agricultura Regeneratio. Es ist aber gut möglich, dass zwischenzeitlich schon wieder 3 neue Vereine gegründet worden sind. Braunohrengeissenzüchterverband Unterfreiamt wäre noch nicht besetzt. Oder auch die Allianz der Markt- und umweltorientierten Unternehmerlandwirte mit Hirn und Herz ist, glaube ich, noch nicht im Register eingetragen. Ich habe unsere Buchhaltung Ende Jahr angeschaut. Schon noch eindrücklich, was sich da alles an Mitgliederbeiträgen sammelt. Swiss Beef, Aargauer Naturstrom, Mitgliederbeitrag IG Natur und Landwirtschaft, Erlebnisfreiamt, Jahresbeitrag Bauernverband,
IP Swiss, Proviant und sonst noch ein paar Organisationen stehen auf der Liste. Die alle kommen den mehr oder weniger grossen Batzen für ihre Tätigkeit über. Und in allen Jahresberichten steht, wie außerordentlich wichtig diese Tätigkeit ist. Auf den ersten Blick dünkt es mir absurd, dass es so viele Vereine und Verbände in der Landwirtschaft gibt. Ist das in anderen Branchen eigentlich auch so? Wir haben sogar die Agrarallianz, also quasi ein Verein, der aus Verbänden besteht. Lokale Verbände, kantonale Sektionen, die wiederum Einsitz in nationale Bündnisse haben. Es hört nicht mehr auf und ich frage mich manchmal, zahlen wir Bauern mit unserer täglichen Arbeit eigentlich eine Horde von Verbandsleuten, dass die im Büro auf dem Viertel hocken und ein bisschen über neue Visionen und Strategien für die Landwirtschaft diskutieren? Diese Haltung hat zugegebenermassen einen Reiz, vor allem als Bauer. Wie immer lohnt es sich aber auch hier, genauer herzuschauen. In der Politik sind wir Bauern mengenmässig eigentlich übervertreten. Wenn Sie heute bereits mit der Agrarpolitik unzufrieden sind, stellen Sie sich mal vor, wie das wäre, wenn sich weniger Bauern politisch engagieren würden. Unsere Vereine und Verbände sind häufig ein Sprungbrett für junge Bauern, die sich später auch einmal in der Politik für die Landwirtschaft einsetzen. Aber auch sonst glaube ich, dass die vielen bäuerlichen Vereinigungen eine Stärke von uns sind. Es dünkt mir wichtig, dass wir als zersplitterte Gruppe von kleinen Produzenten gegen aussen geeint auftreten können. Genau für das braucht es Verein und Verband. Das zeigt auch, wie schwierig dieser Job sein kann. Sie müssen intern streiten, Kompromisse finden und gegen aussen geschlossen kommunizieren. Logisch ist das schwierig. Man kennt ja den Satz. Wenn zwei Bauern am Tisch hocken, gibt es mindestens drei Meinungen. In diesen landwirtschaftlichen Verbänden arbeiten häufig Bauern und Bäuerinnen und das meistens für einen kleinen Lohn. Wenn einer hier seine Arbeitszeit aufschreiben und Ende Jahr den Stundenlohn ausrechnen, dann würde ein rein rational denkender Mensch den Battle sofort herrühren. Ja, es gibt sehr viele Vereine, Verbände und IGs in der Landwirtschaft. Schlussendlich ist das aber auch ein Abbild davon, wie vielfältig die Schweizer Landwirtschaft ist. Es ist gut, dass sich viele Bäuerinnen und Bauern auf ganz unterschiedliche Art und Weise für unsere Branche engagieren. Und das sollte uns auch ein paar Mitgliederbeiträge wert sein. Und jetzt kommen wir zu den Agrarpodcast-Kurzmeldungen. Die Schweizer Gruppe Serco erobert Frankreich. Die Gruppe Serco übernimmt in Frankreich zwei Glashändler, und zwar die Firmen Ballanger und Angoulême Matériel Agricole. Die Gruppe Serco gehört zu der Fenaco und ist in der Schweiz als Glasimporteur bekannt. In Frankreich gehört der Gruppe Serco heute schon der älteste Glashändler, die Firma Doucet Matelas Westfrankreich. Mit der Übernahme der zwei anderen grossen Glashändler in Westfrankreich hat die Gruppe Serco in dieser Region über 450 Mitarbeiter. Der Umsatz dürfte auf 200 Millionen Franken ansteigen. Die Leitung der neuen Unternehmensgruppe wird der Werner Berger übernehmen. Er ist heute schon CEO der Serco France. In Österreich bleibt die Milchproduktion stabil. Die Milchproduktion in Österreich war fern praktisch gleich hoch wie im Jahr vorher. Die österreichischen Landwirte haben im vergangenen Jahr 3,4 Millionen Tonnen Milch abgeliefert. Das ist gleich viel Milch, wie die Schweizer Landwirte produzieren. Mit 19% ist der Anteil der Biomilch in Österreich tiefer als in der Schweiz. Bei uns werden 25% Biomilch produziert. In Österreich ist aber die Heumilch sehr beliebt. Diese Heumilch macht noch einmal 15% der Milchproduktion aus. Weniger Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland. In Deutschland ist die Zahl der Bauernhöfe seit gut 10 Jahren um 12% gesunken. Es gibt heute noch 263'500 Landwirtschaftsbetriebe. Diese Betriebe werden dafür gängig grösser. Ein Landwirtschaftsbetrieb in Deutschland ist heute im Schnitt 63 Hektare gross, also dreimal grösser als in der Schweiz.
Gleichzeitig ist der Tierbestand pro Betrieb stark angestiegen. In der Säuhaltung ist zum Beispiel die Zahl der Betriebe um knapp 50% zurückgegangen. Der Tierbestand pro Betrieb ist aber in den vergangenen 10 Jahren von rund 460 Säulen auf knapp 830 angestiegen. Der Agrarpodcast ist euch präsentiert worden von den Bauern News, dem Newsletter, der euch jeden Werktag das Wichtigste aus der Landwirtschaft zusammenfasst. Abonnieren könnt ihr die Bauern News direkt auf www.bauernzeitung.ch. Merci für euer Reinhören. Das war nicht der Agrarpodcast von Bauernzeitung und dem Fachmagazin «Die Grüne». Redet gerne mit, bewertet uns oder schreibt einen Kommentar. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Weitere Informationen zu den Themen dieser Sendung findet ihr in der Beschreibung dieser Episode.